guten Morgen. Ich wollte gerne ein Inspiration of the Day Video drehen, weil ich eine Inspiration habe. Und ich schätze mal, ich leg gleich los. Also die Inspiration geht aus von einem Nagellack von der Firma KUH. Ich weiß nicht, ob man die Co. ausspricht. Ups. Der ist gelb. Voila. Und die Farbe heißt Baby Yellow und die kann man in den Niederlanden kaufen im Douglas. Und ich habe dazu ein weißes Oberteil an und so einen Ring, der ist von Accessorize. Und das Augen-Make-up habe ich dann auch passend dazu gestaltet. Und zwar trage ich am unteren Wimpernkranz eine gelbe, gelb-goldene Farbe. Die heißt Gorgeous Gold von MAC. Und die kann man total schön layern, damit die so von pastellig bis richtig schön gelb wird. Und dann trage ich auf dem beweglichen Augenlid so in Naked Lunch. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich diesen Lidschatten eigentlich schon trage. Ich trage ihn andauernd. Ich glaube, das wird der erste MAC-Lidschatten werden, den ich wirklich leer mache. Und den trage ich auch so ein bisschen hier am inneren Augenwinkel. Und dann trage ich außen so halb in der Lidfalte Aquadisiac. Das ist so eine richtig schöne aquafarbene Farbe. Und dann habe ich nur noch so ein bisschen die Lidfalte betont mit dem Bal de Minuit Guerlain Quad. Das benutze ich irgendwie in letzter Zeit andauernd mit den unteren beiden. Also mit diesem Grauton so überhaupt so die Lidfalte und das dunkle Braun, um noch so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und als Rouge trage ich das Seepferdchenpuder. Als Mascara den Aqua Smoky Lash von Makeup Forever und Vanilla Truffle von Estée Lauder auf den Lippen. Und ich habe auch ein Highlight drauf, meine Luster Drops. Und meine Kamera gibt gerade total auf und hat keinen Speicherplatz. Doch, keinen Speicherplatz hat sie, aber Akku nicht mehr. Also beende ich dieses Video jetzt. Ich wollte euch mal zeigen, was ich so mache, wenn ich mal farbenfroh bin. Also für mich ist das eine Explosion von Farbe. Ja. Übrigens trage ich so eine etwas länglichere Kette. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Und auch solche Shorts. Dann macht's gut. Tschüss.